Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Der Rostocker Zoo hat Nachwuchs. Mehr als 70 Jungtiere sind in den letzten Wochen und Monaten zur Welt gekommen. Mit dabei das erste Emu-Küken seit Beginn der Haltung dieser Tiere im Rostocker Zoo. Am 15. Juli können Sie bei einer speziellen Jungtierführung dabei sein. Um 10 Uhr geht es los. Sie erfahren viel Spannendes über die jüngsten Mitglieder der Zoo-Familie und sind auch bei der Fütterung dabei. Treff ist am Zooeingang bei der Trotzenburg. Die Führung ist kostenfrei, lediglich der Zooeintritt muss bezahlt werden. Sie haben den Global Music Contest Kreole 2014 gewonnen. Im Juli kommen Sie ins Schweriner Werk 3. Das Pulsar Trio musiziert seit 11 Jahren zusammen. Dabei beeindrucken sie vor allem mit einer ungewöhnlichen Instrumentenzusammensetzung. Zu hören sind Sitar, Surbahar, Schlagzeug und Klavier. Das Konzert dieses einzigartigen Trios beginnt am 21. Juli um 20 Uhr. Im Ostseebad Rerik gibt es ein buntes Treiben auf dem Haffplatz. Die 28. Hafffesttage werden wieder viele Besucher anlocken. Traditionell werden die Reriker Heulbojen die Festtage am Freitagabend einläuten. An 3 Tagen präsentieren Künstler und Händler ihre Produkte. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Eröffnung zur Fotoausstellung 80 Jahre Stadt Ostseebad Rerik. Die sommerliche Kunstschau in Parchim ist eine Traditionsveranstaltung. Ab dem 7. Juli heißt es in diesem Jahr in der Stadthalle der Eldestadt, Wasser weiß zu reden. Organisiert wird die Kunstschau durch die Stadt Parchim gemeinsam mit der Galerie Ebe. Der Eintritt ist frei, die ausgestellten Kunstobjekte können direkt erworben werden. Am 5. August um 10 Uhr gibt es eine Abschlussauktion. 2 Stars der Travestie sind am 13. Juli im Rostocker Theater des Friedens zu Gast. Otti S. und Trude Bunker geben sich die Ehre. Dabei erleben sie Revue, Tanz, Gesang und ganz viel Glamour. Trude Bunker ist Deutschlands bekanntestes Heller von Sinn-Double. Otti S. tritt regelmäßig im Carte Blanche in Dresden und im Hamburger Pulverfass auf. Karten im Vorverkauf gibt es im B7 und in der Planbar. Die 22. Stutenparaden des Gestütes Ganschow finden gleich an mehreren Terminen statt. Am 8., 15. und 21. Juli erleben Sie mehr als 200 Pferde in gut 20 Schaubildern. Höhepunkt der Show ist eine freilaufende Herde aus etwa 100 Warmblütern. Nicht nur etwas für Pferdefreunde. Fahren Sie mit im 100-jährigen Zug. Beim Molly wird am 12. Juli zur Werkstattfahrt eingeladen. Ein Fotostopp und eine ausführliche Werkstattbesichtigung in Bad Doberan sind inklusive. Sie haben auch die Möglichkeit, mit der Lok mitzufahren. Weitere Infos auf molly-bahn.de. Abfahrt ist pünktlich 18.40 Uhr vom Bahnhof Kühlungsborn West. Sommer im Ozeaneum und im Meeresmuseum Stralsund heißt Familiensommer. 2 Monate lang können die Besucher kostenfreie Zusatzangebote nutzen. Im Ozeaneum können Sie bei einem Familienquiz Ihr Wissen testen. Täglich um 14.30 Uhr wird das große, rund erneuerte Becken mit Schiffswrack und Sandtigerhai näher vorgestellt. Im Meeresmuseum erleben Sie zum Beispiel die Fütterung der Meeresschildkröten am Montag, Mittwoch und Freitag um 13 Uhr. Das komplette Ferienprogramm können Sie unter kindermeer.de nachlesen. Was soll das? Ich mache ein Päuschen. Und er? Er wollte kein Päuschen machen. Ich habe keine Lust mehr, nur im Internet böse zu sein. Ich brauche Action! Du bist zu jung für die Arbeit des Teufels. Entschuldigung. Okay, aber ich bestimme die Person, die du dazu bringen sollst, Böses zu tun. Nur eine Person. Hallo, ich bin die Greta. Herzlich willkommen. Das ist aber schön, dass du da bist. Kannst du mir keine normalen Menschen raussuchen? Die sind so widerlich nett. Ende der Woche will ich sehen, was du geleistet hast. Ich schaff das. Hast du eigentlich einen Freund? Nein. Hast du irgendwo Alkohol oder Drogen? Nein. Du lügst mich doch gerade an, oder? Ich würde niemals lügen. Ist heute wieder Welt-Topflappentag? Das hat meine Mama gestrickt. Du, davon wird's auch nicht schöner. Das kannst du denn niemals in deinem ganzen Leben leisten. Willst du mit abschreiben? Nein. Was würde es mich kosten, wenn du sie anmachst? Klär dir neunmal die Regeln. Leg dich nicht mit ihm an.
So was kannst du doch nicht machen. Was hast du gefühlt, als ich dem Kleinen die Locken geföhnt habe? Ja, ich hatte Angst um dich. Na, du Wollknall? Hör mal auf, dir deine Klamotten im Mittelalter zu kaufen. Wieso lässt dich da und wieder machen? An deiner Stelle hätte ich den beiden schon ordentlich das Makeover verpasst. Jetzt bist du mal so richtig aufgebitscht. Ja. Mega cool. Wenn du ihr wehtust, mach ich dich platt. Hast du noch andere Hobbys? Verliebte Teufel sind nicht zu gebrauchen. Bist du verliebt? Ich? Ja, guter Witz. Gott, so kann ich doch nicht in die Schule gehen. Die haben deine Kleider an. Ja. Du bist echt ein geschenktes Himmel. Ja, ist voll krass, ne? Bitches. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen.